gerne an die Schacht gefeiert, aber leider ist der Schiebeck in den beiden Anlagen war ja stark in Mitleidenschaft gezogen, dass wir schnellst handeln mussten, dass wir den austauschen konnten und wir fliegen nur zu diesem Zeitpunkt und deshalb haben wir dann gesagt, bevor der Schieber, weil auf der anderen Seite ja unser großer Leut über Nacht da ist, bevor da was passiert, dann machen wir ja schnell schon den Schieber fertig und dadurch hat sich das leider verzögert, aber das ist nach der Gelade war es jetzt nicht so schlimm, weil wir haben an ihrem Geburtstag haben wir auch natürlich ein wenig mit ihr gefeiert, da unten im Stall, aber da hat sie auch einige Sachen bekommen und das war halt gar auch ganz toll. Das wäre jetzt auch genau meine nächste Frage gewesen. Wie haben Sie denn genau gefeiert? Mit Tierpflegern oder? Ja, mein Kollege und ich und noch ein paar andere Tierpfleger, wir haben natürlich besondere Sachen, was mir sehr gerne ist, natürlich besonders gerne für die Fische, aber für die Liebsten, meine Gänse und dann ja, die doppelte Portion meiner Gänse. Die bricht schon das Packeis. Also man ihre Geschenke Obst, Fußbälle und was ist denn jetzt, wenn man sich so denkt, was ist denn ein Eisbär? Was macht man, wenn man diese Torte braucht? Was macht man mit einer Torte bekommen? Ja, das ist natürlich, das kriegt man nicht so einfach im Warenhaus da jetzt so eine Eisbär-Torte. Da haben sie vom Stand beim ersten Träger, Schnee, was sie dann macht. Ja. Das Futtermagazin, die haben sich da überlegt, wie man das machen kann. Die haben das ja damals ja, schon mal bei Leuten auch gemacht. Und dort gab es eben erstmal Eis eingefroren mit Farbstoff. Und dann haben wir geschaut, wo wir Formen herbekommen, wo eben Arrangieren. Ja, Schwierigkeiten auch nicht.